Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video über Aktivierung des Energieflusses. Ja, ich möchte heute mit euch darüber reden, wie ihr das anstellen könnt, dass die Energie im Körper besser fließt, wie man sie aktivieren kann, um Ziele besser erreichen zu können und ein erfülltes Leben führen kann. Ja, das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der erste Schritt zur Aktivierung des Energieflusses ist die Identifizierung eurer Ziele. Ja, was möchtet ihr in eurem Leben erreichen? Was sind eure Träume und Wünsche? Wenn ihr eure Ziele kennt, dann könnt ihr eure Energie auf sie ausrichten und euch auf den Weg machen, um sie zu erreichen. Aber steckt die Ziele nicht so hoch, sondern Schritt nach Schritt. Der nächste Schritt ist die Erhöhung eurer eigenen Schwingungsfrequenz. Je höher eure Schwingungsfrequenz ist, desto mehr Energie kann fließen durch euch hindurch, ja. Es gibt viele Möglichkeiten, um eure Schwingungsfrequenz zu erhöhen. Ja, tatsächlich, wie zum Beispiel Meditation, Yoga, Sport oder Hören von guter Musik. Das, was euch da im Herzen liegt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Reinigung eurer Energiefeldes, negative Gedanken und Emotionen können und dürfen gehen, weil sie blockierend wirken und den Energiefluss quasi behindern. Deshalb ist es sehr wichtig, regelmäßig eine Reinigung durchzuführen. Zum Beispiel durch eine energetische Reinigung oder das Verbrennen von Räucherwerk. Und ganz wichtig, auch die Räumlichkeiten reinigen, bitte. Und schließlich ist es sehr wichtig, dass ihr an euch selber glaubt und positiv denkt. Wer soll sonst an euch denken? Positive Gedanken ziehen positive Energien an und helfen euch dabei, eure Ziele zu erreichen. Also zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Aktivierung des Energieflusses ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem glücklichen, erfüllten Leben ist. Identifiziert eure Ziele, erhöht eure Schwingungsfrequenz, reinigt eure Energiefelder und denkt wirklich positiv. Ja, das war's für heute. Tschüss!